So, guten Tag an die Wesen auf Twitch und auf YouTube. Wir machen weiter mit Dark Souls. Ja, ich muss mir eben wieder alles herholen, damit ich hier einen Überblick habe. Und dann holen wir uns die Hintergrundgeräusche des Spiels. So wirklich Musik gibt es ja nicht. So, wir waren immer noch dabei, den Drachen hier oben zu erledigen. Was man jetzt theoretisch natürlich noch machen könnte, wäre, wie Sosoma gesagt hatte, mal schauen. Das war schon falsch. Wäre schon mal schauen, was denn die meiste Feuerabwehr hat. Wobei es auch da die Frage ist, ob wirklich Feuer unser größtes Problem ist. Ich meine, ja, der Drache greift hauptsächlich mit Feuer an. Aber... Ein Moment. So. Das ist unsere Lederrüstung. Ah ja. 23 ist gar nicht mal so viel weniger. So, den hatte ich. Das Ding wäre leichter. Was sieht mit den Sachen aus? Okay. Wenn wir einbüßen. Das, aktuell 1,4. Ja, das ist schon eine Ansage. Das ist schon wieder die langsamere. Ja, müsste man eben wieder was in Geschicklichkeit investieren, damit wir was tragen können. Die Werte sind halt schon, naja, ein bisschen besser zumindest. Es wäre halt auch gut, wenn uns angezeigt werden würde. Das ist interessant. Wenn uns angezeigt werden würde. Schon wieder falsch. Ach, wo unsere Grenze liegt, ab der wir uns dann langsamer bewegen. Ich finde es immer ein bisschen unendlich, das sehen zu müssen. Aber ja. So, wir müssen erstmal wieder hier hoch. Runter. So. Aufgepasst. Sind alle weg? Ich denke ja. Ich frage mich weiterhin, was es für Taktiken hierfür geben könnte. Ihn halt immer wieder anzuschießen. Keine Pfeile mehr ausgerüstet. So. Uff. Er spuckt Feuer. Ich sollte mein Mikrofon besser positionieren. So. Ich hoffe, das hat man nicht allzu sehr gehört. Autsch.
Ist das bescheuert, dass er mit einem physischen Angriff so wenig Schaden anrichtet? Guten Tag, der Herr. Willkommen zu einem elendig langweiligen Nicht-Bosskampf. Allen Ernstes nicht getroffen. Au. Hätte mich auch sehr gewundert. Ah, das kann doch nicht dein Ernst sein. Oh mein Gott, der spuckt Feuer. Und er bewegt sich zurück. Ach, du kannst auch anders. Schau mal einer, guck. Gute Kamera. Autsch. Ja, ich würde ja gerne dafür sorgen, dass er hier unten bleibt, aber dann nehme ich halt Schaden. Blöde Situation, schätze ich. Jedes Mal wieder erstmal überlegen, welche Knöpfe ich drücken muss, damit ich meinen Bug benutzen kann. Du kommst runter, du spürst Feuer. Wenn man da Feuer hinkommt. Es ist und bleibt einfach miese Spielgestaltung. Ich weiß gerne, was sich Entwickler dabei gedacht haben. Sich witzig dabei vorgekommen ist. Es hat nicht. Jetzt hat's alle erwischt. Gut. Muss auf die Zahl achten. Ist der Knopf, dann der Knopf. Irgendwann lerne ich's.
Oh mein Gott, er spuckt Feuer. Das ist ja nicht mal so schlimm, dass er Feuer spuckt, wenn er nur nicht dahin zurückgehen würde. Also wenn das generell einfach nicht der Fall wäre. Das kapiere ich halt nicht. Wie man das überhaupt passieren lassen kann, dass er aggressiv wird und runterkommt und sich dann aber einfach direkt wieder nach oben verzieht. Dass da keine Möglichkeit da, irgendwas vernünftig zu machen. Ja, man hört schon wieder, dass es sich wieder nach oben verzieht. So, der Knopf, der Knopf. Der Knopf, der Knopf. Es ist quasi wie Ocarina spielen. Oh mein Gott, er ist wieder oben. So wie er hier aufgestellt ist, wäre es auch in Ordnung, wenn man sich halt immer weiter nach vorne kämpfen müsste. Wieso muss ich den Bogen immer erst so zücken? Mein Gott, als ob ich was anderes mit dem Bogen machen möchte. Ich hab ja nicht vor, den Bogen einhändig zu benutzen. Keiner will, da gibt das Sinn. Es wäre meinetwegen auch in Ordnung, wenn man Shadow of the Colossus artig in Verstecke gehen müsste, um irgendwas machen zu können. Damit hätte ich kein Problem. Kann man machen. Ist ja vollkommen legitim. Es ist eine Art und Weise, einen Gegner zu bekämpfen. Solange du seinen Attacken vernünftig ausweichen kannst, spricht doch da gar nichts dagegen. Aber das hier ist halt die Kombination von allem. Dann ist er wieder in diesem Status, dass auch immer das jetzt war. Wieder Hände nehmen. Ich drück mich jedes Mal wieder. Er spuckt wieder Feuer und ich kann wieder nichts machen, weil sein Angriff unbedingt überall hingehen muss. Ich kapier's nicht. Was ist das für ein Konzept? Ist auch nicht so, als könnte ich ihn irgendwie zu einem anderen Verhalten bringen, wie ich mich anders verhalte. Ah, er überzieht einfach alles mit Schaden. Ja,
Da kann er sich halt jetzt auch wieder dazu entscheiden, hin und her zu fliegen. Macht es in einer solchen Geschwindigkeit, sodass ich nicht mal hinter ihm sicher bin. Er macht halt einfach nichts anderes. Bist du dumm? Was war das denn gerade? Steht da, lässt sich hauen, beißt einmal zu, lässt dann nochmal zu, völlig reaktionslos. Ich bin nicht mal da drin sicher davor. Ich bewege mich ein Zentimeter vom Fleck und weggetroffen. So. Dann kriegen wir das Tor auf. Ich guck mich jetzt hier einfach mal um. Es ist das Einzige, was sich gerade irgendwie machen lässt. Also, ja. Mal schauen, was sich hier ergibt. Okay. Wieder Hüllen, die uns nichts tun wollen. Sieht ominös aus. Ich habe da so ein bisschen Müll an mir hängen. Was genau habe ich jetzt hiervon?
definitiv nichts, oder? Ernst, dass der jetzt einfach weg ist? Dieses Spiel. Eine große Enttäuschung. So, ja, toll. Ja, jetzt ist der Drache weg. Geknüpft ist es doch. Das sagt mir keiner. Das hat keine vernünftige Kontinuität im Spiel. Der Gegenstand, der da vorne lag, war auch nur eine Seele. Aber wir haben das Drachenschwert. Das wir irgendwann mal bei einem Schmied verbessern können. Wenn wir denn irgendwann mal einen finden sollten. Und nicht versehentlich einen falschen Knopf drücken, wodurch wir in einen Kampf verwickelt werden. Und dadurch effektiv vielleicht unsere letzte Möglichkeit in diesem Spiel Waffen zu schmieden
Ich hatte mein Mikrofon offensichtlich eine Weile aus. Wie lange hatte ich das jetzt schon aus? Offensichtlich sehr lange. Gut, dann hat man nichts gehört. Aber ich habe auch nur, was habe ich gesagt? Ja, ich war hier schon sehr lange, habe eine ganze Übertragung in dem Giftgebiet zugebracht. Ich habe den Text der Spitzhacke vorgelesen. Hab gemeint, das hier sieht nach Spinnen aus. Offenbar sind es eher Würmer. Ich weiß es nicht. Ja, und ich habe die Entwickler dafür gelobt, dass sie sich bei diesen humanoiden Wesen mit den Steinen zumindest was überlegt haben. Sie hauen mit dem Stein zu, sie können ihn werfen, sie können ihn auch rollen als Waffe nutzen, und das ist kreativ. Das finde ich eine gute Überlegung. Das ist gut gemacht. Will ich ihn auch lassen. Was mich nervt, ist trotzdem, dass hier in der Nähe das einzige Leuchtfeuer wieder das wäre, das wir aktuell nicht benutzen können. Was heißt, dass wir über das Drachental laufen müssen. Oder aber wieder dahin müssen, wo der Schmied mal war. Ah ja. Okay. Bosskampf. Ah, große Feuerfliege. Bist du Kellark? Okay. Natürlich hast du nichts. Was denn auch sonst? Chaos Hexe Kelak. Okay. Gut, dann laufen wir mal wieder. Ja, Parasiten. Parasit bedeutet ja nichts weiter, als dass ich ein Lebewesen bei einem anderen einnistet und sich sehr wahrscheinlich davon ernährt. Eben das Gegenteil von einer Symbiose. Wieder das übliche Thema. Oh, guck mal, ein Boss. Ja, aber warum solltest du auch nicht einen ewig langen Weg bis dahin haben? Also jetzt wieder dahin laufen. Wieder Gegner erledigen auf den ganzen Weg dahin. Um sich dann wieder den Boss anschauen zu können, der eh wieder nicht viel mehr machen können wird als springen, zuhauen und offensichtlich Feuer spucken.
Hat sich nicht gelohnt. Autsch. So hebe ich die Dinge überhaupt noch auf. Ach, meine Fresse. Ich habe vergessen, dass da noch einer war. Gespielt, dass du dir immer so gut merkst, was ich gedrückt habe. Osama hat nicht gesagt, dass es einen weiteren Schmied gibt. Aber ich habe ja mal einen gehört. In dem Gebiet, in dem ich dachte, ich zumindest schon alles gesehen hätte. Also ich nur einen einzigen Schmied im gesamten Spiel gäbe. Uff. Noch ein bisschen mehr an den Entwicklern zweifeln. Also nicht an allen, die hieran beteiligt sind. Ich habe kein Problem mit der Grafik, aber nämlich wundere, warum der Bildschirmeffekt bei mir auftritt, aber es liegt dann wahrscheinlich einfach an meiner Grafikkarte. Aber ja. Gibt halt viel am Spiel, was mir schlichtweg nicht taugt. Was die Ausgestaltung diverser Ideen angeht. Gerne einfach da alles durchspielen können, aber dieses ständige Wiederholen. Preisfrage. Kann ich hier durch, ohne die aufzuscheuchen? Zumindest. Natürlich muss mich der angreifen.
das habt ihr nicht. Zumindest dich muss ich so loswerden. Und du wirst nochmal wahrscheinlich, ne? Ja. Und du wirst nochmal. Und entscheidest du dich zum Nahkampf? Immer noch nicht. Danke. Theoretisch kann ich an der Stelle auch einfach durchlaufen, weil die mir da eh nicht folgen werden. Gut. Ja, wenn das Gift nicht wäre, könnte ich ja auch einfach durchlaufen. Wenn es wäre, ist das Ganze hier aber schon noch ganz schön unrund, würde ich sagen. So, hier wieder. Ich werde euch jetzt einfach ignorieren. Es bringt mir eh nichts, gegen euch zu kämpfen. Außer, dass meine letzten Heiltränke auch noch weg sind. So, Kellag, nächste Runde. Interessant. Auch schön, dass die Lava, die gespuckt wurde, einfach bleibt. Klingt toll. Immer schön ans Trinken denken. Gerade jetzt, wo es wieder warm wird. Ich bin am Überlegen, ob ich an den größeren Gegner da nicht auch einfach vorbeilaufen soll. Sie zu besiegen bringt einfach nichts. Nützt einfach nichts, nicht mit, sich mit ihnen wirklich ernsthaft zu befassen. Es verschwendet nur Zeit, potenziell Tränke. Auch wenn ich bei dem Boss gerade ja offensichtlich nicht viel tun konnte. Weil dieser Boss sich aus dem Nichts plötzlich dazu entscheidet, ach ja, ich kann da übrigens auch noch Projektile generieren und die machen so viel Schaden, dass sie dich sofort plätten. Okay. Wie auch immer. Mein Gott, ich habe jetzt, denke ich, soweit meine Attacke gesehen, die ich sehen will, um den Boss machen zu können. Dann soll der halt immer wieder seine Beine heben und diesen Tritt machen. Dann hau ich halt immer wieder drauf, bis er umfällt. Er, sie, es. Nee, es ist eine sie. Es ist eine Hexe. Es ist schon so gesagt worden. So, ja. Warum soll ich mich mit euch anlegen? Das bringt nichts. Wirklich gar nichts. Wenn ich mich hier runter begebe, dann lasse ich mich sowieso auf einen gewissen Punkt in Ruhe. Also, wozu irgendwas machen?
Leitern klettern können sie ja, wenn ich mich recht erinnere, auch nicht. Das ist im Falle des Falles, fallen sie einfach nur runter. Fallen runter, krepieren am Fallschaden. Und ich lasse es mir einfach herzlich egal sein. Einfach Zeitersparnis. Ja, die anderen kleinen Insekten, die da rumfliegen und ihr Gift versprühen. Tschüss. Keinen Bock mehr auf den ganzen Mist. So, einfach mal hoffen, dass ihr mir nicht vernünftig nachkommt. Oder von mir ablasst. Da ist die Fackel, da ist die Leiter. Ach, der eine hat mich auch nur bemerkt, weil ich zu weit nach hinten gelaufen bin. Okay. Tja, dann würde ich gerne den Überblick behalten, aber darf ich nicht. Giftschaden macht der Gegner mir ja nicht. Die Gegnerin. Auf ein neues. Können wir bitte weg von Pfütze? Natürlich habe ich dich nicht getroffen. Ernsthaft, ernsthaft. Meine Fresse. Ja, klar. Ja, toll. Schön. Schön hast du die Arena zugekleistert. Du kannst wahrscheinlich drüber laufen, oder? Ja, natürlich kannst du das.
Ah, die Dinger verschwinden tatsächlich irgendwann. Gut. Ich hab dich getroffen. Meine Fresse. Ja. Ja, wieder das Ding. Knapp den Kampf verloren, weil wieder das rauskommt. Der Inselleib könnte auch kurz aufleuchten, bevor sowas passiert. Aber nein. Generell jetzt doch viel mehr. Wäre es viel interessanter, wenn der Gegner sich bewusst immer wieder so positionieren würde, dass er eine gewisse Distanz zu einem hat, dann macht er eine bestimmte Attacke, der musst du auf eine bestimmte Art und Weise ausweichen. Und dann hast du einen reaktiven Kampf. Das hier war jetzt einfach nur, ja okay, hoffen, dass nicht wieder diese permanente Lava gespuckt wird. Dann zur Not woanders hinlotsen. Dann, gut, habe ich mich halt jetzt einmal blöd angestellt und habe wieder diese Attacke zugelassen. Das war dumm von meiner Seite. Gebe ich offen zu. Da war ich jetzt letztendlich schadensgierig. Aber wenn die Lauferei nicht wäre, hätte ich halt auch einfach kaum ein Bedürfnis, mir bei dem Kampf wirklich viel reinzulegen. Gerade diese Schwertschwingerei ist schon wieder so riesig. Das sieht schon wieder viel zu sehr dann aus, als ob man dann eben wieder im perfekten Moment ausweichen muss. Wobei es hier zumindest angedeutet wird, weil das Schwert kurz aufleuchtet. Wenn das den Moment kennzeichnet, an dem man dann am besten ausweichen sollte, würde ich auch sagen, dass das eine gute Gestaltung an der Stelle ist. Ja. So. Habe ich euch den Gefallen getan und bin doch nochmal ausgewichen. Bitteschön. Ich hoffe, ihr wisst das auch zu würdigen. So. Ja, ihr lauft mir hinterher. Bla, bla, bla. Hallo. Tschüss. Oh nein, ihr schreit herum. Ja, das hat nämlich so viel zu bedeuten. Ihr macht euch damit nämlich nicht stärker. Ihr macht effektiv im Kampf nichts außer herumschreien, weil wir auch zu weit entfernt sind, um uns direkt angreifen zu können. Und mehr passiert einfach nicht. Warum sollte es auch? Ja, auch vollkommen in Ordnung, das Gegner einfach nur eine Runde rumbrüllen. Die Grafiken überlappen sich immer noch hässlich. Was nicht bedeuten soll, dass ich mich jetzt plötzlich doch an den Grafiken hier störe, ist trotzdem nicht schlimm. Hier ist nichts grafisch so, dass ich sagen würde, das wäre eine große Dramatik. Ein Spiel muss ja auch nicht auf Hochglanz poliert sein, um ein gutes Spiel zu sein. Das Spiel sollte ein angenehmes Spielerlebnis bieten. Spaß machen. Dann ist mir auch vollkommen egal, ob ein Spiel in Anführungszeichen zu leicht ist. Spiele kann man sich immer noch eigenhändig schwerer machen. Dafür muss das Grundspiel nicht unbedingt schwer sein.
geht schon. Auf ein weiteres Tänzchen. Mit einem Flakon weniger, aber das bringt, das bedeutet ja eh anscheinend nicht viel. Wenn ein Gegner eine Attacke hat, mit der er mich auf einen Schlag töten kann, selbst bei vollen Lebenspunkten. Ich meine, das Einzige, was man da sonst noch machen kann, ist, dass ich wieder schaue, wie es denn mit unserer Feuerabwehr aussieht. Damit können wir unsere Feuerabwehr zumindest ein bisschen erhöhen. Ist ja auch was. So. Eventuell werden wir jetzt nicht auf einen Schlag davon getötet. Ich meine, ich will die Attacke trotzdem nicht abkriegen. So. Ja. Und Gegner anvisieren. Natürlich habe ich dich nicht getroffen. Ich hole mir mal kurz meine Seelen. Okay, jetzt bin ich dem auch mal erfolgreich entgangen. Sehr schön. Sowas kannst du also auch noch. Toll. Super. Vielleicht die Rüstung mit dem Giftwiderstand wieder anziehen. Jedes Mal vom Boss umziehen. Oh Junge. Großartig. So. Schattenland. Oh, wir brauchen eine Rüstung mit hoher Giftresistenz. Wie wäre es denn mit der Rüstung eines Ninja? Das spielt hier alles eigentlich eher im europäischen Mittelalter. Ich will aber eine Ninja-Rüstung. Ja, gut.
Gut. Und dann bauen wir das an. Und ein Katana will ich auch noch drin haben. Ja, machen wir. Erfolgreich Gegner ignoriert. So. Ich vermute mal, dass Osoma irgendwann zu genau demselben übergegangen ist. Einfach an Gegnern vorbeilaufen. Nervt mich nicht. Ja, ich weiß, denen wäre mit Fernkampfangriffen besser beizukommen. Man muss hier nicht alles im Nahkampf machen. Das ist richtig. Zum Glück nicht bemerkt. So rüber. Bis das Gift aufhört. Nächstens werden wir nicht jedes Mal direkt giftet, sobald wir hier sind. So spät. Uff. Ich habe auch recht spät angefangen. Nee, wir sind trotzdem schon fast anderthalb Stunden dran. Eieiei. Naja. Ewig lang werde ich auf jeden Fall nicht machen. Ich meine, vergleichsweise ist der Boss okay. Ist immerhin ein Konzept. Weiche ich auch aus. Für das du. Natürlich kannst du mich mit so einem Seitensprung auch einfach erwischen. Meine Fresse. Natürlich nicht getroffen. Ach, natürlich. Das erste, was du machst, wenn du in meiner Nähe, wenn du auf mich zuspringst, wieder mehr davon. Ach Gott. Ja. Ich habe den Fehler gemacht, den Boss zu loben. Wie konnte ich nur? Wie konnte ich nur positive Worte über dieses Spiel verlieren?
muss der Boss natürlich prompt viel schlimmeres Verhalten an den Tag legen. Du hast nicht gesagt, dass du weg bist, aber willkommen zurück. Klar, schubst mich mit deinem Flügel noch fast in den Abgrund. Uff, wozu? Dass ich wieder krepiert bin. So. Ja. Ist ja nichts Neues mehr in dem Spiel. Das ist ja inzwischen einfach das Spiel. Oh, du bist tot. Wieder 5 Kilometer in die andere Richtung. Ob du den ganzen Weg nochmal laufen lässt. Und wenn schon mal ein Leuchtfeuer an der passenden Stelle wäre, dann nehmen wir das Leuchtfeuer halt weg. Und sagen dir nicht warum. Sehr schön, dass man Sachen verhindern kann, aber... Es nervt trotzdem. So, schaffe ich es jetzt dieses Mal bitte darunter zu gehen, ohne dass mich die Fliegeviecher nerven. Gerade so. Danke. Ich will einfach keine Zeit verlieren bei dem Ganzen. Es dauert einfach alles zu lang. Dann gibt's Leute, die bei Spielen wie Mega Man Zero irgendwelche Zwischenpunkte einbauen, obwohl das Spiel schon wirklich gut strukturierte Zwischenpunkte hat. Ach, verdammt. Ja, danke, dass du nichts machst. Nö. Bitte nicht. Aber damit sagst du mir ja gerade im Endeffekt schon, dass ich eins übersehen habe. Frage ich mich wo. Vielleicht irgendwo in dem Nest. Im Nest irgendwo eine versteckte, irgendwo eine durchlässige Wand war. Also mal kurz die Wände abgehen. Es gibt noch eine Stelle, die ich mir gerade vorstellen kann. Eine, die ich gerade schon ein bisschen seltsam fand. Aber im Runtergehen. Ja, yeah, wenn man nach links geht.
versteckt er nicht. Wenn ich Tipps möchte, dann frage ich danach. Man braucht dafür auch keine Vorbereitungszeit mit irgendeiner vernünftigen Angabe. Ja, damit sind unsere Seelen wieder weg. Selbst dieses Herumgespringen vom Boss wäre wieder okay, wenn er uns halt dabei nicht aktiv Schaden machen könnte. Es nervt unfassbar, dass so komplett unverhofft Schaden daherkommt. Wenn der Gegner aktiv angreift, okay, ja, klar. Wenn Angriffe treffen, machen sie Schaden. Ganz normal. Aber dass so ein Gegner einfach aus dem Nichts so einen Seitwärtssprung machen kann und damit auf uns landet und damit Schaden anrichtet, das macht halt die ganze Dynamik kaputt. Dazu, weil der dann sehr wahrscheinlich Dark Souls typisch wieder irgendeinen anderen Schlag nachsetzen kann und dann ist mal wieder tot. Super. Andere Spiele bauen irgendwelche Geräusche ein, an denen du was gut identifizieren kannst. Oder eben Animationen oder Aufleuchten in irgendeiner Form. Wie gesagt, das wird mit dem Schwert, wenn es so ist, ist es weiterhin positiv. Aber solche Sachen jetzt, genauso, dass da am hinteren Teil des Körpers diese Flammen daherkommen können. Wenn da vorher was aufleuchten würde, weiß ich ja, da kommt jetzt was. Aber so passiert halt einfach und ich bin wieder tot. Genauso wie diese Explosionsattacke gerade. Die passiert halt einfach. Uff. Passiert einfach und dann, ja, wenn du gerade noch zu nah dran stehst, kriegst du halt Schaden. Und es ist halt, es ist eben auch so unterschiedlich. So inkonsistent. Das Aufstampfen mit den Vorderläufen oder seitwärts, das wird relativ lange angekündigt, aber wenn es dann darum geht, diese beiden genannten Attacken zu vollführen, da gibt es dann plötzlich keine vernünftige Ankündigung. Da ja der Vergleich von Ozoma kam, Kingdom Hearts hat Bosse, die Attacken ankündigen. Zumindest soweit ich mich erinnere. Hat jeder Boss bestimmte Bewegungsart und Weisen, oder bestimmte Aussagen, bestimmte Geräusche, die andeuten, jetzt kommt diese Attacke. Ja, das wäre hier halt auch gut. Ihr bewegt euch nicht. Ihr bewegt euch nicht. Danke. Ah.
Und Siebel, falls du das Leuchtfeuer meinst, das da oben in dieser Stadt ist, da oben auf diesem einen Mauerstück, das ist kein Leuchtfeuer, das ich benutzen möchte. Da ist der Laufweg, der effektive Laufweg vielleicht kürzer. Aber das, was ich tun müsste, um hier wieder herzukommen, ist so ein Riesenaufwand vergleichsweise. Daher, nö. Auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall gehe ich nochmal zu diesem Leuchtfeuer da oben. Solange ich nicht hier nochmal irgendwas explizit zu erledigen habe, werde ich das nicht tun. Das war ein fürchterlicher Bereich. Er hat absolut keinen Spaß gemacht. Keulenschwinger, die anderen Gegner, die Hunde. An dem allen vorbei, nur um dann unten bei diesem Giftmorast anzukommen. Nee, das hat mir genug Nerven geraubt. Wenn das Spiel mich nicht dazu zwingt, dann nochmal hinzugehen, bin ich damit fertig. So, hallo nochmal. Achso, ich kann da natürlich nicht rumlaufen, weil da eine unsichtbare Wand ist. Klar. Meine Fresse. Und warum spuckt dieses Ding so knapp vor sich? Bist du schon wieder so nah an der Wand dran? Natürlich habe ich daneben gehauen. Natürlich, weil er wieder ein Batzen war. So ein riesiger Strich mitten in der Arena. Ja, klar. Jetzt verstehe ich auch, warum diese Batzen da sind, wo sie sind. Weil die Umgebung wieder so bescheuert gestaltet ist. Gerne irgendwo anders Platz haben. Was mache ich denn? Das wirkt jedes Mal wie so eine Phasenwechsel-Animation, aber das ist es ja nicht. Autsch. Tut natürlich wesentlich weniger weh. Natürlich trifft mich das da. Da war ja eindeutig das Feuer. Meine Fresse. Ja, du bist in dem kompletten Lavasee. Glückwunsch. Komm her. Natürlich hat es nicht ausgereicht. Ach.
Ich hab kurz nachgedacht, ob die Animation nicht wieder das sein kann. Problem ist halt, dieses Leuchtfeuer eignet sich trotzdem wieder nicht dazu, dass man es verstärkt. Auch trotz der Situation gerade. Und sobald der Boss liegt, das tat er gerade fast, hätte ich mich nicht so blöd angestellt. Danach lohnt sich's nicht mehr. Das Drachental anscheinend damit schon erledigt ist. Dieses Tor geht anscheinend niemals auf. Kann es auch sein, dass wir da einfach wieder in irgendeine Sackgasse laufen. Dann ja, hat sich's halt wieder. Dann bringt mir das Leuchtfeuer hier nichts mehr. Weil ich weder in den Wald nochmal von dem Leuchtfeuer ausgehen werde. Und dass ich irgendwo anders großartig noch hinlaufen werde. Wir werden wahrscheinlich nach dem Boss, wenn es da noch weitergehen sollte, wieder ein Leuchtfeuer bekommen. Am Anfang von irgendwas anderem potenziell. So und so ist es halt einfach zu kostbar, irgendwelche Gegenstände dafür zu verbrauchen. Weil ich einfach nicht weiß, was noch kommt. Wenn ich wüsste, was noch kommt, sähe die Sache vielleicht anders aus. Dann würde ich mir vielleicht sagen, ja, genau da und da und da ergibt Sinn, die Leuchtfeuer zu verstärken. Ja, eben dann, wenn ich meinen Wissensstand habe, den ich dann ganz am Ende haben werde. Überlegen, ob ich hier nicht doch kurz auf die Gegner warten will, weil sie mir eh sonst wieder auf den Keks gehen. Hier kann ich sie wenigstens auf eine Art und Weise unschädlich machen, bei der sie mir hoffentlich nicht sonderlich auf Keks gehen können. Sofern sie es denn hierhin schaffen. Tun sie ja augenscheinlich. Daneben nicht. Dann nehme ich eben in Kauf, dass ich gleich potenziell wieder Schaden nehme. Weil hier unbedingt noch eine Leiter mehr eingebaut werden musste. Jopp, da haben wir sie schon. Oder haben wir erst schon, keine Ahnung. Ob es ein Gegner ist oder mehrere. Ja, vergessen. Ich will immer schon direkt drauf, aber im blödesten Fall bekomme ich dann Fallschaden. Das muss ich dann auch nicht riskieren. Kollision, die Gegner erstmal tot versinken lässt. Könnte fast mal in das Spiel wäre von Bethesda. Ihr tut nichts. Ihr tut nichts. Danke.
Rüstung wechseln. Drüben sind. Wer weiß, vielleicht ist das hier auch einfach nur der Anfang von dem ganzen Gebiet und da müssen wir jetzt noch durch so ein komplettes Gebiet voll mit diesen Viechern arbeiten. Hallo nochmal. Auch schön, dass der Boss nach der Attacke einfach keine Verzögerung hat. Warum auch? Und wozu auch irgendeine Sondersituation dafür, dass der Gegner eine Stichattacke macht? Braucht doch kein Mensch. Spätestens noch bis halb und dann soll's das gewesen sein. Mal gucken, ob wir den Boss in der Zwischenzeit noch schaffen. Wenn nicht, dann ist es halt so. Ist ja grundsätzlich die Situation, dass der Boss eh irgendwann umfallen wird. Entweder haben wir halt Glück mit den Attacken, die der Boss auswählt, oder wir haben halt Pech und krepieren halt nur ein paar Mal. Was die Fähigkeiten angeht, sehe ich mich diesen Boss auf jeden Fall besiegen. Welche Überraschung, er war ja schon zweimal fast tot. Aber halt auch wieder, weil wir eine starke Waffe haben. Hätten wir die nicht, würde der Bosskampf wesentlich länger dauern. Sehr schön, wir haben schon direkt keinen Bock mehr. Kann ich nachempfinden. Ihr euch beide hier aufirrt. Danke. Ich schon mal Feuer von der Pelle. Da war ja noch ein drittes Insekt. Uns zum Glück nicht angespuckt.
Nach den Erfahrungen von gerade weiß ich ehrlich gesagt nicht, ob es sich wirklich lohnt, die Rüstung vor dem Boss zu wechseln. Ihr macht nichts. Ihr macht nichts. Danke. Ich bin aber auch ehrlich gesagt ganz froh, dass sie auf ihre Giftsuppe selber relativ bald keinen Bock mehr hatten. Ich meine, das Gebiet ist ja letztendlich trotzdem überschaubar. Ist nicht so, dass wir hier ein Riesengebiet hätten, in dem das der Fall ist. Ach komm, bevor ich mich am Ende doch wieder ärgere. So, aber ein weiteres Tänzchen, Keller-Ark. Natürlich habe ich das Feuer erwischt. Ganz klar, ich habe das definitiv berührt. Auch schön, dass du ausholst, bevor du dich zu mir drehst. Warum sollte ein Boss das auch nicht machen? Ja, wir gehen ja schon wieder woanders hin. Natürlich machst du eine Dreierkombination. Alles drunter wäre ja auch langweilig. Wieder ein Haufen Lava hingekotzt. Ah, wir sind wieder nah an der Wand dran. Wieder so nah an der Wand dran. Warum war das jetzt nötig?
wieder sind wir zu einer. Als Boss ja auch unbedingt so machen müssen wie der Green of Time Link, der bei normalen Schlägen anfangen muss, sich von der Stelle zu bewegen. Natürlich wieder so vor dich hin, dass ich dich nicht vernünftig umrunden kann. Was soll's denn auch anderes sein? Lass mich raten, du greifst jetzt nur an, wenn ich dich nicht vernünftig treffen kann. Natürlich tust du das. Warum sollte ich dich auch vernünftig angreifen können? Stattdessen kannst du auch einfach nur in deiner blöden Suppe liegen bleiben. Kommst du jetzt wieder auf mich zu? Machst du jetzt wieder Nahkampfangriffe? Nee, nicht mal. Ich bin überrascht. Hexentochter Kelak. Jupp, Schwert haben wir nicht bekommen, aber gut, wer hätte damit auch mit vollem Ernst gerechnet, sind wir ehrlich. Beziehungsweise es bringt uns ja auch nichts. Also. Was hätte das Schwert denn können sollen? Es ist ja dann eh wieder nicht stärker als unser aktuelles. Wir haben kein Leuchtfeuer bekommen. Heißt für mich erstmal Rückweg. Rückweg und Seelen einsetzen. Ja, definitiv. Denn wenn das Spiel eines kann, dann ist es einem Sachen geben, um sie einem wieder wegzunehmen. Und ich würde die Dinge gerne nutzen, bevor ich sie unweigerlich wieder verliere. So, ihr seid zum Glück weiterhin nicht aggressiv. Ich habe zwar gerade... Naja, wobei... da stand Hexentochter. Sagt ja keiner, dass es dann nicht noch irgendwo eine Oberhexe geben kann. Das hier nur der Anfang von allem war. Mal schauen. Naja, jedenfalls haben wir den Boss besiegt. Ist doch schön. Und ich fühle mich auch definitiv, als hätte ich etwas erreicht, denn... ja. Weiß ich ehrlich gesagt nicht. Da stand der Schriftzug, ihr habt gesiegt. Und... Boss umgefallen. Und es ist ein Gang frei geworden. Ohne Speicherpunkt. Geht nichts geschichtlich weiter. Wir haben keinen Gegenstand erhalten, der uns in irgendeiner Form bedeutet, dass wir woanders weiterkommen könnten. Stattdessen haben wir wieder einen verbrauchbaren Gegenstand bekommen. Also... Ja, was genau haben wir erreicht? Ja, okay, ich meine, der Boss kommt immerhin nicht wieder. Das ist was Positives. Wir haben immerhin... Ist jetzt an irgendwas verreckt? Nee. Ja, aber wir haben immerhin die Sicherheit, wenn wir jetzt gleich nochmal dahin gehen, nachdem wir
wir zurückgelaufen sind und gut. Jetzt werde ich doch nicht bis zum Wald laufen. Jetzt gehe ich tatsächlich in die andere Richtung. In die andere Richtung ist es zwar ein längerer Laufweg, aber jetzt ist der Unterschied, dass wir halt was dabei haben, was wir sichern wollen. Und dafür ist halt einmalig auch der längere Weg in Ordnung. So traurig es auch ist. Aber das ist das Einzige, was man in dem Spiel eben machen kann. Wenn man die Seelen, die man von Bossen bekommt, eben irgendwie effektiv nutzen möchte. In einer so gestalteten Welt könnte man eben theoretisch sagen, ja, du hast den Boss besiegt. Hier ein weiterer Zwischenpunkt, damit du deine gerade bekommenen Seelen auch nutzen kannst. Ergo, damit du deinen erspielten Fortschritt tatsächlich auch direkt umsetzen kannst. Das wäre organisch. Auch für ein Spiel mit offener Welt. Weil auch eine offene Welt in dem Fall vernünftige Knotenpunkte haben sollte. Und wo es auch falsch wäre zu sagen, das Spiel hätte gar keine vernünftigen Knotenpunkte. Ein paar gab's ja. Aber es gibt einfach viel zu viele Situationen, in denen es einfach nur unhandlich ist. Und eben unnötig unhandlich. Ich meine, es entsteht eben keine wirkliche Schwierigkeit durch die ganze Geschichte. Du kannst ja auch einfach ein Leuchtfeuer machen und dann hast du ein Gebiet vor dir, das dich dann halt nervt. Und dann hast du wieder ein Leuchtfeuer, dann hast du den Boss. Und dann müsstest du nicht mal hinter den Boss ein Leuchtfeuer platzieren, weil du ja schon eines hattest vor dem Boss. Wo du das Erspielte dann auch umsetzen kannst. Anstatt dann sowas machen zu müssen. Und ja, vielleicht haben wir auf den nächsten paar Metern nach dem Boss ein Leuchtfeuer. Aber wir hatten ja gerade schon so eine Turmruine, in welcher wieder ein Leuchtfeuer sein hätte können. Aber es wurde nicht gemacht. Zumindest augenscheinlich. Kann ja auch sein, dass ich mich da jetzt geirrt habe und wir gleich eins kriegen. Aber dann war es halt trotzdem nicht ersichtlich. Manche Dinge dürfen ruhig auch ersichtlich sein. Ja, ich habe ja hier trotzdem noch die Möglichkeit, hier zurückzugehen und jetzt wieder aufzusteigen. So. Jetzt können wir spaßeshalber mal gucken. So, Wanderermantel. Er ist schwerer. Okay, dann sagen wir, wir würden jetzt einfach mal zum Spaß das Purpurlindentuch nutzen. Geht, so wie ich es sehe, immer noch. Oder? Oh doch, doch, doch. Mit der Kombination geht's. Glaube ich. So. So? Ja doch, das funktioniert jetzt. Aber das wahrscheinlich noch nicht, ne? Wanderermantel. Ah, doch, doch, die Kombination funktioniert. Ah. Sehr schön. Vielleicht habe ich mich ja vorher schon getäuscht und hätte das schon die ganze Zeit anlegen können. Würde mich ehrlich gesagt auch nicht wundern. So, jetzt brauchen wir trotzdem kurz nochmal das Schattengewand. Aber danach können wir dann immerhin unsere neue Rüstung nutzen. Hat ja was. Auch wenn ich mich ein bisschen wundere, warum die Purpur-Rüstung, die sehr nach Magier aussieht, wertetechnisch so gut ist. Andererseits, Moment. Sind die Purpur... Ist das Purpur-Lenden?
Nee, da ist die Giftresistenz schlechter. Okay. Also da noch nicht. Aber sobald wir dann wieder bei der Boss-Arena sind. So, und ich wollte jetzt eigentlich nur bis halb machen. Aber wir schauen jetzt trotzdem mal. Was ist da? Ich frage mich auch ein bisschen, ob Dark Souls damit so ein bisschen sagen wollte, na, wie ist es so, wenn euer Spiel plötzlich keine Ladezonen mehr hat, aber dafür... Ja, die Aufzugfahrten eben so lange dauern, wie sie dauern. Dafür muss man aber auch sagen, läuft das Spiel ziemlich flüssig. Dafür, dass wir regelmäßig Gebiete wechseln. Ich meine, gut, das wird wahrscheinlich mit einer der Gründe sein, warum diese Fahrstühle da existieren. Dass die quasi die Ladezonen überbrücken. Wir zwar flüssig einen Fahrstuhl runterfahren, aber während wir da runterfahren, wird eben das nächste Gebiet geladen. Und ich meine, das macht es immer noch... Das ist immer noch deutlich angenehmer, als wenn man jetzt beispielsweise Metroid Prime damit vergleichen würde. Metroid Prime ist da eine ganz andere Hausnummer. Metroid Prime dauert verglichen damit... braucht verglichen damit ewig. Das, wenn man nur durch Türen durchgehen möchte. Es sind nicht mal nur Aufzüge. Beziehungsweise Metroid Prime hat beides, so gesehen. Metroid Prime hat langes Warten an Türen und... schon wieder Aufzüge mit Ladesequenzen. Insofern, ja. Ist das hier schon ziemlich gut. So. Okay, ich habe das Gefühl, wir schauen uns heute nicht mehr an, was sich hinter unserem letzten Boss befindet. Sondern ich möchte einfach nur noch dahin und das Leuchtfeuer nutzen. Gerade überlegen, gibt es irgendeinen schnelleren Weg? Oder einen sichereren? Wobei wir hinter den Drachen dann eben schon da wären und dann jetzt nicht nochmal durch die komplette Stadt laufen müssten. Die komplette Stadt und dann nochmal da runter. Aber es ist angenehmer, als jedes Mal wieder potenziell von einem Drachen runtergeschubst zu werden, den man auf einen viel zu kleinen Felsvorsprung gestellt hat. Und ich dachte, ist das eine wundervolle Idee. Ja. Dann eben lieber den sicheren Weg. Heißt hier rüber und hier rüber. Autsch. Klar. Natürlich bist du wieder da. Was denn auch sonst? Ja, natürlich kommt die Welle bis hier rüber. Meine Fresse. Ist das bescheuert? Der ist jetzt wieder da, weil... Keine Ahnung, die Spielentwickler wissen es wahrscheinlich besser.
Ich bin vorher extra nochmal hier vorne lang gelaufen, um zu schauen, ob der Drache wieder auftaucht. Wenn ich wissen wollte, ist das Ganze jetzt so wiederholt schlecht gemacht, dass dieser Drache einfach nur wieder auftaucht in dem Moment, in dem ich wieder da drüber laufe, wo er sonst aufgetaucht wäre. War nicht so. Ich musste erst in ein anderes Gebiet gehen und dann den Boss bekämpfen oder in irgendeiner anderen Form einen Fortschritt erzeugen, damit der wieder auftaucht. Tjo, ich schätze, damit beschäftigen wir uns doch wieder mit dem Drachen. Meinetwegen. So. Nervt mich nicht. Ja, ich habe den Gegenstand erhalten. Zeitweise Einblendung wieder reichen. So, gut. Gut, dann machen wir halt den Drachen doch weiter. Wir dürfen nur nicht an das obere... Ach so. Jetzt verstehe ich. Es lag daran, dass wir oben das Leuchtfeuer aktiviert hatten. Und solange das Leuchtfeuer da oben aktiviert ist, kommt der nicht. Beziehungsweise, wenn es nicht mehr aktiv ist, kann man wieder da vorne hinlaufen und dann kommt er wieder. Oh. Oh Gott. Aber hey, immerhin können wir uns weiterhin mit diesem wundervollen Gegner beschäftigen. Die Freude ist groß. Grenzenlos. Ja, aber wie gesagt, das soll es an der Stelle gewesen sein. Nach aktuellem Stand gibt es später um 20 Uhr wieder Ocarina of Time. Was genau gemacht wird, werden wir sehen. Es ist zumindest nicht die übliche Konstellation an Leuten, die sich gemeldet hat. Daher mal sehen. Wenn es ein Rennen wird, kann es auch sein, dass wir eine neue Konfiguration an Leuten haben. Ich weiß es nicht. Die andere Runde haben wir halt nicht beendet. Deswegen weiß ich gerade nicht, wie sich das dann mit Harkenien verträgt. Aber sei es wie es wolle. Ich bedanke mich an der Stelle bei den Wesen auf Twitch und auf YouTube fürs Zusehen. Und wir sehen uns dann später wieder. Bis dahin. Derweil einen schönen Abend.